Einen wunderguten wünsche ich euch. Wir sind zurück. Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich eine kleine, aber feine und nicht ganz so unnütze, hoffentlich, Verteidigung. Nämlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das sieht mir ein bisschen wenig aus. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Oh, Energiefaust extrem. Das hört sich nach einer Idee an. Auf der anderen Seite. Research completed. Portalbombe MK2. Gebäudebegrenzung fallen. Da muss ich auch mal gucken, was ich damit machen kann. Laserschwert. So, Bioscanner, Turm, Bioscanner und Radarimpuls. Gatlin Lasertürme. Die sind eigentlich auch geil. Können wir auch mal gucken. 2 Minuten. Läuft. Weil Energie haben wir ja nicht mehr ganz so viel, nachdem wir hier unsere Kobaltminen stehen haben. Aber ja, okay, die dürften relativ schnell leer sein. 13.000 Kobalt und nur noch 6.000 Palladium. Warning. Ashley, I am detecting a larger than usual attack wave heading our way. We have to defend the drill until it is finished. Ah, die sind nur von oben, das ist super. Das heißt, hier unten das Ding können wir stehen lassen. Das ist so gut. Ich liebe diesen Soundtrack von dem Spiel. Der ist einfach nur lecker. Ja! Und zack, der erste ist schon leer. Vier Minuten für den Angriff. Oh, das muss aber ein ganz, ganz dicker Angriff sein. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe vergessen zu speichern. Ich speichere mal jetzt nochmal. Da ist ein bisschen mehr. Ich gehe mal davon aus, ich kann drüber laufen. Ich hoffe, ich kann drüber laufen, sonst habe ich jetzt was ganz dick, böses, dummes gemacht. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Gatlin Lasertürme. Kriegen wir die noch hin? Wo sind die denn?
Wie viel, warte mal, wie viel brauchen die? Minus 300 Energie pro Sekunde. Okay. Da können wir nicht so viele von bauen. Aber die sehen heiß aus. Also. Leck mir das Gewürzgürkchen. Ja, ich denke, das wird schon, das passt. Kann ich was upgraden? Da konnte ich was upgraden. Aber das Design finde ich auch richtig gut. Je nachdem, wo du bist, hier... Sieht man das vielleicht? Sonnenkraft oder Windkraft? Interessanterweise habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass es irgendwie richtig Nacht wird. Oder ich habe es komplett ignoriert. Das kann natürlich auch sein. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Aber diese Energietürme, dass du Energie transferieren kannst, die hätten wir schon viel früher gebraucht. Och, war das ein Graus, wenn du... es gibt den Erfolg beispielsweise, eine Karte komplett abzubauen. Und das haben wir, glaube ich, in unserem Playthrough vom normalen Riftbreaker auch ein paar Mal gemacht. Da habe ich dann über die halbe Karte diese Energieknoten gezogen. In der Wüste war das, glaube ich, beim Stegaro-Nest, wo wir unser Lager gebaut haben. Muss ich noch ein bisschen erweitern. 188.000 Max-Kapazität sieht irgendwie nicht so viel aus. Nicht, dass wir das jemals wirklich brauchen würden, aber... I can sense the ground shaking. I estimate a few thousand creatures running at our base. Hm? They are very close. Prepare yourself, jetzt gibt's einen dicken Angriff. Mining drill construction finished. Ashley. We can activate it as soon as we're ready. It will take us to the large cavern below us. Are we going to be able to return here after that? Yes. We discussed this before. The drill will go through a hard rock layer. It will not destabilize this area. Nice. Okay, just wanted to be sure of that. We've invested quite a bit of effort into building up this outpost. Genau. I wouldn't want to lose it. Ich will den auch nicht verlieren. All the preparations that we could. Let's go out and meet them. Ja, Mann. Da kommt der Buddelwurm. Oh, das sind zwei Buddelnauten. Ah, der dritte. Guck mal, der buddelt sich da hinten hin. Ah, da wirst du Spaß haben. Da haben wir Schilde. Ups. Fletch. Okay, das sieht geil aus, wenn die sich da durchbuddeln. Ja. Laser Gatling ist geil. Super gut. Ja, dann. Einsammeln.
und ab in die nächste Zone. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Der ist auch wieder leer. Ich bin gespannt, ob wir das Würmchen retten können. Ich liebe Story. Ich liebe sie, vor allem in so Spielen. Es müsste mehr Spiele mit Riftbreaker geben. Vor allem der Koop wird so gut werden. Oh, der Koop wird so gut werden. Subsurface travel complete. Rift jump capabilities enabled. The mining drill will work as a rift beacon. We can safely jump to and from this location if we need to. Good. That's reassuring. You never know how many times we'll have to reconstruct here. Right, Mr. Riggs? I would strongly prefer if I did not have to reconstruct at all. Please be careful, Ashley. This is not a pleasant process. Okay, okay. It was just a joke. Believe it or not, but I don't like that as well. I'm never sure if I'm going to make it back in one piece. Acknowledged. Bad jokes aside, our primary task here is to probe the tunnels that stretch out deeper underground from this cavern. I have marked the locations of a few of the deepest tunnels on your map. Okay, we only have to throw sonic grenades inside these tunnels. This shouldn't be that difficult. Can we do that in any order we want? Oh. Yes, you can do that in any order. Please be careful, Ashley. I am detecting a lot of movement in these caves. Expect strong resistance. Danger! Danger! Hostile creatures are moving in on us from all directions. Prepare to fight! Okay, die blauen Pilze explodieren. Wirklich. First tunnel mapped. A few more to go. Warning! Watch out for falling rocks. The sonic wave has rocked the ceiling. We should move away from this area. Es war eine sehr gute Idee, dass wir den Säureblaster hier gemacht haben. Hört das auch wieder auf? Warte mal. Ich habe die Vermutung, dass hier ist auch wieder so ein Reingehen und Vergessen. Oh, was war denn das jetzt? Es ist immer eine gute Idee, zwei Elemente auf den Waffen zu haben. Glaube ich. Okay, das hier wird wahrscheinlich dann wieder eine längere Erkunderfolge.
So, warte, gib mir mal Energiefaust. Hatten wir doch auch. Extrem. Energiefaust. Was macht denn das Laserschwert? 164. 195. 598 DPS. 4. Soll ich mal das Laserschwert dann probieren? Kettensäge haben wir für physisch. Gib mir mal ein billiges Laserschwert. Mal gucken, was das kann. Wie schnell das ist. Okay. Da ist so ein kleiner Charge mit dabei. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Research completed. Okay, die direkt nach oben, dann machen wir uns die dicken Verteidigungsteile. Stoßwellenturm. Auch noch mal separat. Widerstand alles. Schadensreflexion. Entdeckungswerkzeug. Was ist denn das Entdeckungswerkzeug? Blaster Plasmakanone, Treibminen, Salvenschrott für eine Großkalibergewehr. Wo war denn? Das Laserschwert war bei Alien, oder? So, Säurespucke, Railgun. Wahrscheinlich bin ich da schon dreimal vorbei. Das ist der Hammer. Das ist der Speer. Laserschwert. Da ist es, die 30. So, 6 Minuten. Ich habe das Gefühl, der nächste Bosskampf wird nicht so einfach werden wie der erste. Was? Danger, danger. Hostile creatures are moving in on us from all directions. Schon wieder. Okay, das passiert immer, wenn wir nah an so einen Schlund rankommen. Second tunnel mapped. So far, so good. Warning! The grenade shockwave penetrated deep into the rock and destabilized this area. We should evacuate its area of effect. This is beginning to look dangerous. I hope we don't collapse the entire cave on our heads. Don't worry, Ashley. The effect of the sonic wave resonance is only local. This should be fine.
Should be. Mhm. Genau. Aber wie viele sind denn das? Bin nicht sicher, ob ich das hier machen soll. Das wird so eine dumme Idee sein, ich weiß es. Mach's wenigstens fertig. Yes! Nice. Es hat funktioniert. Das müssen wir mal. So. Soll ich hier mitnehmen? Ist nochmal Kobalt drin. So, die letzten beiden noch. So. Ach, das ist der Rift Beacon. Natürlich muss das jetzt sowas sein. Ich wusste es. Ich glaube, ich muss keinen Außenposten bauen, um hier wieder zurückzukommen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass das Ding als Rift-Portal zählt. Danger! Enemy movement below and above us. Hostiles are closing in fast. Prepare for combat. Zahnarzt, Zahnarzt.
Nein, das macht mir keinen Spaß. Alter. A new technology has been developed. Riftbreaker 40,000. Available for crafting. Ohne Witz. Another tunnel mapped. Just a few more to go. Warning! The ceiling is unstable. Quickly, move out of the danger zone. I'm not sure if gathering data this way is a good idea. How much more do we need, Mr. Riggs? We have gathered a substantial amount of geospatial data. We have more than half of what we need. Okay, maybe we can pull this through. Oh, letzter Schwert ist fertig. So, Laserschwert. Hoffentlich können wir das machen. Hoffentlich kostet das kein Kobalt. Energiefaust kostet kein Kobalt. Stellen wir her. So. Einfach damit wir es haben. Laserschwert kostet auch Rhodonit und Palladium. Wir haben so sau wenig Palladium. Ich glaube, ich muss mal wieder zu meinem Palladium-Zeug. Da ist alles leer. Rhodonit haben wir auch nicht mehr so viel. Crafting completed. Radarpuls. Crafting completed. Schadenspur brauchen wir nicht. Power Jump, das war doch richtig. Aber die lernen wir erst noch. Okay. So, überlegen. 300 DPS und 500 DPS. Betäubungschance. Oh. 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 Trefferpunkte pro Treffer. Okay. Und ein Flächenradius. Alter, die Energiefaust ist ja so viel besser. 1,5 pro Sekunde Feuerrate. Und die hat keine Feuerrate, weil sie einfach instant zuschlägt. Ja, ich glaube, dann bleiben wir bei der Energiefaust. Auf jeden Fall. So, plus kritische Trefferchance. Ausrüsten. Plus, was haben wir denn? 79% Trefferpunkte pro Treffer. Die mache ich auf die andere. Schadensbonus. War noch ein Säureschadensbonus drauf. Und hier machen wir dasselbe. Crit-Chance. Schadensäure. Und
Ach. Mhm. Hier muss ich die erst noch drauf machen. Trefferpunkte pro Treffer aktivieren. Zeit aktivieren. Dann gib uns noch den nochmal 19% Crit Chance. Ist halt viel schlechter, guck dir das mal an. Auch wegen der DPS. Dann gib mir hier aber den dicken 79%. ...1,5% HP pro Treffer. Ja, das könnte saugeil werden. So, da kommst du hin. Und da kommst du hin. Na, das sieht doch nach ein bisschen... Das ist natürlich noch total scheiße, aber... Ja. Was haben wir eigentlich jetzt für... Der sieht geil aus. Ja. Das war's. Sag mal, der rote. Der ist cool. Schwarz-rot, meine Farben. Läuft. So. Ihr seid auch drin. Was ist das für eine Faust? Okay. Okay, das ist auch geil. Das ist geil. Nehme ich. So, Quick Save. Because ich kann mal wieder nicht an mich halten. Okay, das ist auch gut. Doch, ja. Ich sehe da durchaus Interesse meinerseits an dem Ding. Achso, haben wir... Der war hier, oder? War da. Haben wir das Ding nicht eingesammelt, weil es... Ich hasse sie. Genauso diese vergrabenen Bomben in dem Palladiumgebiet. Diese Sporn oder was das ist. Oh, ich hasse es. Müssen die liegen bleiben. Ist besser so. Warning! I'm detecting a lot of movement. Enemies incoming from all directions.
Aber an den traue ich mich noch nicht ran. Es wäre tempting, aber... Wo sehe ich das Ding denn? Da runter? Okay. One more tunnel mapped. There's only one more to go. Warning! This area is close to collapse. Evacuate this zone immediately. Got it. No more time for distractions. Let's move straight to the last objective. Warning! Seismic stability compromised. This entire cave level is close to collapse. Ashley, we need to finish mapping the last tunnel. We are almost there. Ernsthaft? Hast du nicht gesagt, das Ding geht nicht kaputt? Wow, wie schnell der kaputt geht. Alter, das nenne ich mal einen Handjob. Nuts. Warning! Intense movement detected. We are being surrounded. Boing. We got it. The last tunnel is mapped. Get us out of here, Mr. Riggs. Danger! The cave is collapsing. I am trying to establish rift jump coordinates. Jump! Mr. Riggs, we have to rift jump to base. Error! I can't get a lock on coordinates. The cave is falling down on us. Mr. Riggs, we have to jump. Now! Error! Establishing coordinates failed. Emergency procedures... Mhm. Ich wusste es. Ich bin gespannt. So. Was jetzt passiert ist... Sorry für den Cliffhanger. Ah. Oh Gott. Da schäme ich mich jetzt schon für. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie immer, liked, kommentiert, würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund. Tschaußen!